Bevor das Video beginnt, nochmal ein kleiner Hinweis, denn es kam ewig keine Football Manager Folge mehr. Jetzt die erste Folge seit 2 Monaten. Ich hatte ganz, ganz viele Probleme bei der Aufnahme, beziehungsweise vor allem bei dem Schnitt der ganzen Videos. Das werde ich in Zukunft besser machen, sodass dann wieder jeden Donnerstag ganz normal, regulär die Folge online kommt. Jetzt werde ich eine mega Aufholjagd starten. Ab heute wird jeden Tag ein Football Manager Video kommen. Bis nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag dann die reguläre Folge wieder, dass ich dann wieder im Rhythmus bin. Natürlich werden nebenbei auch noch andere Videos kommen, aber das natürlich nur in abgespeckter Form, also nur die Sachen, die dann wirklich möglich sind, weil die ganzen Football Manager Folgen zu schneiden, das ist natürlich auch zeitaufwendig. Nur, dass ihr Bescheid wisst, jeden Tag, jetzt geht's los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Moin Moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit Hi. Der FM-Karriere. Was willst du denn? Mit dem lieben Mike und dem Jan am Start. Hi. Hi. So, jetzt darfst du dich melden. Nein, wir sind ja schon in der neuen Saison und letzte Runde ging ja so mittelmäßig für mich aus. Ich habe Mike geschlagen und gegen Freiburg verloren. Wie die anderen gespielt haben, das schaut eben auf den ihren Kanälen nach. Und vor allem bei Jan gibt es auch noch Euroleague, um bei Mike und mir gibt es Abstiegskampf. So, bei allen gibt es DFB-Pokal. Und ja. Jetzt ist DFB-Pokal gegen, ich muss gegen SC Paderborn. Spielen gegen wir eigentlich jeden Tag, alle gleich? Mittwoch 18:30? Ja, Mittwoch 18:30. In Stuttgart, Mittwoch 20:45. Und Hamburg aber auf jeden Fall bei mir. Tipptopp. Jetzt sagt keiner mehr was. Ich bin angesehen. So, Leute, es geht los. Deutschlandpokal, sorry. Deutschlandpokal. Hertha zu Hause gegen Stuttgart und Mainz zu Hause gegen Hamburg. Gladbach auswärts morgen. Nicht morgen, heute Abend. Heute Abend. Unbedingt da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und wir starten jetzt rein. Übrigens, Leute, mit einer neuen Taktik. Das wird bestimmt super funktionieren. Das ist die neue Taktik, so sieht's aus. Das ist auch die neue Aufstellung, die jetzt am Start ist. Wir haben einen verletzten Innenverteidiger, wir haben einen verletzten Rechtsverteidiger. Wenn sich irgendeiner von denen einen Schlag abholt oder eine gelbe Karte oder so oder Fitness, ich kann niemanden auswechseln. Ich habe richtig viel Spaß. Hauptsache, Adlea ist wieder fit. Und ich würde sagen, wir starten rein. Micha, mach mal einen Screenshot von deiner Taktik, schickst du mir. Warum? Nur so. Willst du auch schlecht spielen, oder wie? Ja! Gebambi! 1:0! 6. Spielminute! Bei mir steht's auch 1:0. Aber nicht für mich. Ach, scheiße. Was soll das denn jetzt? Du hast gar gesagt, das ist dir unwichtig. Und Leute, ich weiß, dass er nicht Gebambi ausgesprochen wird, aber ist mir egal. Du hast schon ein Tor gemacht, ja, bestimmt. Ja, und jetzt ist Halbzeit gleich. Boah, der hat gelbe Karte hier von Hamburg. Was ist das denn? Ja. Jetzt ist Halbzeit hier in der Opel Arena in Mainz. Ja, oh, Gonzalo Castro schießt Hertha ab. Castro zum zweiten Mal. Ja. Ja, was ist das denn eigentlich für ein Spieler? Der ist doch bestimmt schon 100 Jahre alt. Ja. Ja, oh, der ist, der, aber 30 ist er schon, glaube ich. Alter, wie er mich schon wieso wieder gefault hat. Wieso schießt ihr jetzt eigentlich Tore? Oh, schon wieder Zieler? Was hat der denn nix, hier für einen Auftrag? Nix habe ich gemacht. Nix. Schiedsrichter. Oh, ich bitte sie. Gebambi hat nichts getan. Das ist aber jetzt wirklich, langsam wird es lächerlich, dass sie ja 2:0 führen. 1:1 wäre okay. Eigentlich nicht mehr, ich habe doppelt so viele Schüsse wie die. Kann ich nicht machen Köpke jetzt schon haben? Mateta ist kacke. Und der Ausgleich. Ferrati. Hamburg drückt, habe ich gerade gesagt. Und Hamburg macht. 5 Minuten später, das Tor. In der Opel Arena gibt's Verlängerung. Okay, wir haben ein Problem. Ich kann nicht mehr auswechseln. Lass im Pokal viermal. Ich weiß.
Aber okay, ich habe schon. Und ich kann nicht mehr auswechseln, wir haben verletzten Spieler. Das heißt mit 10 Mann weitermachen. Das heißt mit 10 Mann weitermachen, ich weiß. So, also wer Elfmeter schießen sehen will, der schaut zu mir. Ich komme zu dir. Alter. Du verlässt mich hier in den letzten Sekunden. Bist du drin? Mhm. Let's go. Dann starten wir einfach mal. Hamburg fängt da noch an. Gar nichts. Sehe auch nicht. Hamburg trifft. Sag mal, ob die getroffen haben. Abtrifft. Ja, das ist schön. Jetzt Wöber. Wir sehen den Mittelpunkt. Ja, wir sehen den Mittelpunkt. Dann habe ich ja auf jeden gewartet. Wöber trifft 1-1. Hamburg. Pelella oder wie der heißt. Pereira oder ist das ein I? 2-1 auf jeden Fall, er trifft. Alter. Wie wir immer nachziehen müssen, das gibt's doch nicht. Jetzt lädt's bei mir. Ah, jetzt darf jetzt ich aussehen. Ah, ich guck mir noch den Elfmeter von Pereira an. Okay, ja, deswegen getroffen. Ach, echt? Jetzt Mateta. Oh, jetzt kommt Mateta. Oh, nee, ey, dieser Spaß. Mateta! Ja. 2-2, oh mein Gott, wir müssen immer nachziehen, das ist doch auch hässlich, oder? Jairo. Mann. Wie er einfach in der Mitte hüpft. Ja. Der springt gar nicht in die Ecken. Solimac, 22 Millionen. Wenn die daneben schießen, das schmerzt. 3-3. Kann der bitte verschießen, Ferrazzi? Wieso halten die bei den Elfmetern eigentlich nie was, die Torhüter? Weiß ich nicht. Aber im Spiel sind die Torhüter immer so ultra krass. 4-3, Barreiro, der hat ultra die krasse Bewertung im Training bekommen. 9,8, glaube ich. Und er verschießt. Oh. Entscheidender Elfmeter. Ich sag ja, ich glaube, ich fliege im Elfmeterschießen. Da Costa kommt an den Punkt. Adler. Da Costa. Hit. Ja! Oh. Alter. Jetzt müssen wir halt nur noch treffen. Das ist das Ding. Jetzt müssen wir... Also, trotzdem noch treffen, das meine ich. Levin Öztunali. Das gibt's nicht, Alter. Ich glaube, es geht in die Verlängerung. Levin, schieß einfach. Echt? Er ist in dem Kasten. Oh, ja. Oh. Ich hoffe doch. Levin, dreh das Ding. Alter, ist das... Junge, spannend. Ist halt echt... Was ist das? Verdrongelen für ein Kacke. Verdrongelen. Wehe. Adler hält. Ah, schade. Nachziehen ist so häselig. Der Druck ist einfach nochmal 200 Mal höher als sonst. Hammes, muss er nur Rodriguez zugucken. Alter, ich hab so Angst. Der Typ spielt nie. Natürlich heißt er Joe's Rodriguez. Der spielt nie, der ist nie eingespielt. Und er macht ihn. Ich liebe dich, Alter. Du musst doch in den Elfmeter nicht eingespielt sein. Ja! Oh, Adler! Als ob du jetzt weiterkommst. Komm. Wieso kommt der? Wer schießt jetzt? Baku. Aserbaidschan, meine Hassstrecke. Egal. Baku, du triffst. Baku. Bitte. Bitte. Baku in die rechte Ecke. Oh, ja! Glückwunsch. Ja! Wenn man nicht anders gewinnen kann, dann so. Puh. Alter, das war spannend, vor allem, weil wir einmal hinten lagen. Aber Adler 2 gehalten. So, dann geht's jetzt los ins nächste Spiel gegen die FC Bayern Munich. Ja, unsere Form ist inkonstant. Ein Spiel gewonnen aus den letzten 5. Bayern hat alle gewonnen aus den letzten 5. Das läuft auf jeden Fall super. Bayern zweiter Platz, nachdem ich jetzt gegen die spiele. Je nachdem, ob sie gewinnen oder nicht, spiele ich dann halt gegen Leverkusen. Entweder ist es dann auch zweiter Platz oder halt erster. Ja, wir besiegen am besten einfach beide, Leverkusen und Bayern. Dann wird's oben ein bisschen spannender. Und ich komme auch mal wieder mit nach vorne. Wenn nicht, dann werde ich bald gefeuert. So, in der Aufstellung sieht's aber relativ schlecht aus. Ganz, ganz viele Spieler, die von der Fitness her abgeschwächt sind, die eigentlich hätten rausgenommen werden müssen, aber es geht halt nicht, weil ich
ultra viele Verletzte habe und ich muss auch mit einer Dreierkette spielen, denn es hat sich, haben mich sicher alle Innenverteidiger verletzt, außer Hack und Wöber, und die beiden hätte ich halt spielen lassen wollen. Problem ist, Hack ist rot gesperrt. Deswegen kann Hack nicht spielen, deswegen müssen wir mit einer Dreierkette spielen. Bin gespannt, wie das endet. Hoffentlich gut. Und groß, Alter. Ja, sehr gut, den Ball erobert. Ucha, ich habe mal Teta übrigens rausgenommen, Leute. Braucht kein Mensch. Ucha ist auch viel besser. Ucha. Und... Oh, Früchtl im Tor. Was ist das denn für eine Erdbeere, Alter? Ja, gegen dich wird einfach so C-Jugend aufgestellt. Ja, gegen den 18. Platz kann man sowas halt mal machen, ne? Und der Lenz und der Klostermann sitzen einfach auf der Bank. Dembele. Dembele. Adler, oh, heute im gelben Outfit. Und Hummels. Und Ribéry mit seinen 39. Ribéry. Ribéry. Die spielen doch immer spielt. Auch bei den ja, Schlechten mit. Ja, und du hast Uja. Ekelhaft. Das war doch bestimmt Abseits, Alter. Ach man. Hammels. Ja, wer ist das? Wie war denn? Das? Was? Du wolltest auch mit nach oben gehen? Schneide ich raus. Das schneide ich raus? Ja, das kommt schon noch. Raus? Nein, einfach raus, wie du verlierst. Weißt du, wie ich nach oben gehe? Ich werde einfach gefeuert und nehme einfach eine Mannschaft, die oben ist. So geht's mal nach oben. Du hast 21 Fouls. Was? In 45 Minuten. Ja, das ist Alter, ja nicht viel. Was bist du denn? Das ist, du klatscht da alle zwei ja, Minuten. Ja, es ist ja Spieler. Nicht so klatsch, schlimm klatsch, jetzt. Klatsch. Also ich bitte dich. Also Bayern spielt Fußball und Mike macht eine Prügelei. Ja, deswegen kann ich auch keine Tore schießen, weil ich immer dauerhaft beschäftigt bin damit, einfach alle wegzuboxen. Komm her, dich habe ich noch nicht. Theoretisch habe ich ja jeden Spieler jetzt zweimal umgehauen. Ja. Und jetzt, oh, geh oh, doch zum Ball, du... Jetzt, Ucha. Oh, Boetius haben übrigens ganz viele mir geschrieben, dass ich den spielen lassen soll. Da hätte ich dir auch von Anfang an sagen. Thomas ja. Müller und da hinten ist einfach alles offen mit der Dreierkette. James. Meine Zuschauer schreiben mir nicht so gute Sachen. Weil ich nie drauf höre, aber... Also, meine schreiben auch gerne, nicht, bin einfach zu geil. Guck mal, wie viel Platz da hinten ja, war. Ja, vielleicht bin ich einfach auch zu gut. Die können gar nichts verbessern bei mir. Hm. Ich bin halt immer Letzter und gewinne nie. Deswegen verbessert man bei mir alles. Alte 4. So. Ab in die Fresse rein. Das ist das. Das ist der Name für deine Folge. Bayern schlägt zurück. Ja. Guck mal, ich habe mit der Dreikette einfach keine Chance. Lewandowski. Der hat ein bisschen Platz, der Pass kommt, der Schuss perfekt in den Winkel. Aber Bayern spielt mit C-Mannschaft. Ja, und Früchtl ist der einzige Schlechte. Alter. Naja, und natürlich, also Pascal Groß. Ich sag, es wird zweistellig. Ich weiß gar nicht, ist Plattenhardt gut? Kenn ich nicht. Ja. Aber diesmal, also ich weiß nicht, wie München das macht, nur 15 Schüsse und trotzdem... 5 Tore. 16 Schüsse, trotzdem 5 Tore. Alter. Also ich kann über 20 Schüsse machen und manchmal schieße ich gar kein Tor. Ja, gegen mich bestimmt. Also ja, 5-0 ist gut, es reicht jetzt, können wir bitte mal abpfeifen. Dankeschön, das war's für meine Folge, ich hab richtig viel Spaß, schaut bitte an mir vorbei, tschüss. Ist der, wer meine meisten Passkombinationen hat. So, das war's für heute. Wie gesagt, die anderen Spiele könnt ihr gerne bei den anderen nachgucken. Wir haben im Pokal gewonnen und auch gegen Frankfurt. Und dann würde ich sagen, ihr habt noch einen wunderschönen Abend. Haut in rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye. Ciao, kein Bock mehr.